Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem November, der doch etwas eskaliert ist. Ich würde es mal so bezeichnen. Ja, es sind doch einige Bücher bei mir eingezogen, was vor allem auch so ein bisschen an den Weihnachtsbüchern lag, zum Teil dann auch an einer relativ großen Rebuy-Bestellung. Und ja, es sind 31 Bücher geworden. Ich glaube, mit so ziemlich der Monat mit den meisten Büchern, wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit der Seitenzahl, die ich gelesen habe, pro Tag durchschnittlich im November, ja, ist auch das zum Beispiel ein Extrem, dazu aber mehr im Monatsrückblick. Von daher, ja, wiege ich das so ein bisschen auf und ja, es ist aber nicht weiter tragisch. Also ihr wisst ja, ich bin niemand, der Neuzugänge irgendwie schlecht findet, der es schlimm findet, wenn der Sub wächst. Bei mir wird im Monat auch viel gelesen und ich denke, da sind die 31 Bücher theoretisch, wenn der Dezember ein bisschen ruhiger wird, auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Und ich habe mir das für den Dezember definitiv vorgenommen, ja, wenige Bücher mir zuzulegen, egal in welcher Form. Und ja, was natürlich Weihnachten unterm Gartentisch liegt, da sage ich natürlich nicht nein, aber ich denke, dass dann auch die Gutscheine erst im neuen Jahr eingelöst werden, die dann da kommen. Ja, aber es ist nicht weiter schlimm. Es sind insgesamt 20 echte Bücher eingezogen, 9 E-Books und 2 Hörbücher. Und ich denke, nachdem der Stapel hier neben mir mit den echten Büchern schon relativ groß ist, starten wir einfach direkt mit dem ersten Buch, war ein E-Book und zwar Für immer auf den ersten Blick von Hannah Linse. Das war ein Rezensionsexemplar, was mich optisch sehr angesprochen hat und auch die Idee, dass unsere Protagonistin eine Gabe hat und zwar immer die perfekten Menschen zusammenbringen kann und für sich selbst aber das irgendwie nicht verwirklichen kann. Und ich bin jetzt nicht der größte Fan von Liebesgeschichten. Ich muss da wirklich in Stimmung sein und gerade so in der kalten Winterzeit, Weihnachtszeit, das hält sich in der Regel so bis Februar, lese ich sehr gerne auch mal etwas schnulzigere Liebesgeschichten und so fand ich diese einfach passend und ja, habe sie auch im November schon gelesen. Ich werde jetzt aber nichts groß zu den Büchern sagen, denn es ist ja das Neuzugänge-Video, ihr seht natürlich alles entweder schon in den Bücherwochen, je nachdem, ob ich schon gelesen habe oder dann natürlich auch im Monatsrückblick, wenn es ein Highlight oder ein Flop war, aber in der Bücherwoche seht ihr das ja auf jeden Fall und da möchte ich hier heute gar nicht so ausführlich werden. Dann ist bei mir eingezogen Lücke von Mike Viking, Der dänische Weg zum Glück und von dem gleichen Autor habe ich ja vor kurzem Hücke gelesen und mag ja auch das passende Magazin sozusagen zu dieser entspannten, gemütlichen Lebenseinstellung und war hier eben auch sehr gespannt, was hinter Lücke steckt, was Mike Viking, der ja, glaube ich, Glücksforscher ist oder in so einer, ja, er ist Glücksforscher, er ist da der Leiter des Kopenhagener Instituts und ich bin hier einfach total neugierig, was mir vielleicht Lücke noch an Inspiration geben kann und ja, finde einfach das Thema spannend und eben jetzt auch hier der dänische Weg zum Glücklichsein. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Dann habe ich ein Buch, ja, per Zufall irgendwie entdeckt, Stadt aus Wind und Knochen von Fran Wild. Ist ein Rezensionsexemplar aus dem Knauer Verlag und ich bin ja ein High-Fantasy-Mädchen und habe ja tatsächlich in dem Jahr relativ wenig vergleichsweise High-Fantasy gelesen und fand hier das wirklich sehr interessant, denn wir sind hier in einer Welt aus Wind und Knochen, Liedern und Stille, Verrat und Mut und ich fand einfach den Klappentext so spannend und ich dachte, es ist jetzt auch kein zu dickes High-Fantasy-Buch, ich weiß auch gar nicht, ob es eine Reihe ist, ich fand einfach den Klappentext so spannend, es hat knapp 400 Seiten. Und das heißt hier hinten eben auch so schön, dieses hervorragend gemachte, faszinierende Debüt ist ein überaus vielversprechender Beginn für eine aufregende neue Autorin. Und das fand ich tatsächlich auch noch spannend. Aus dem High-Fantasy-Bereich kennt man ja eher Autorin. Und ja, wenn da mal eine Frau ihr Glück versucht, hatte ich bisher, glaube ich, wirklich noch nie Pech gehabt. Und da freue ich mich wirklich sehr, was es mit diesen Büchlein auf sich haben wird. Dann habe ich ja bekommen Herzensräuber vom Beate Rügert, ebenfalls ein Rezensionsexemplar aus dem Blanc Vallée Verlag. Und hier hat mich das Cover wirklich absolut angefixt. Zudem die Geschichte, dass eben dieser Hund in seinem neuen Zuhause, in einem Antiquariat, eben immer das passende Buch zum Menschen findet. Und ich
kann es gar nicht sagen. Es war wirklich ein kleines Highlight, ein großes Highlight im November für mich. Es ist ja auch eine Geschichte. Ich bin ja eher sonst so der Katzengeschichtenmensch, mag eben aber auch Hunde. Und diese Geschichte wird eben auch aus der Sicht des Hundes erzählt und aus Sicht von Zola. Und ich habe mich so gefreut, dieses Buch in Händen zu halten und habe es dann auch wirklich in einem Zug weginhaliert. Man kann es gar nicht anders ausdrücken. Und ja, habe mich sehr gefreut, als es bei mir eingezogen ist und dann wird auch definitiv in meinem Bücherregal verweilen dürfen. Dann ist als Hörbuch eingezogen Monster 1983, die dritte Staffel mit knapp 11 Stunden. Und das hat mich einen Gutschein bei Audible gekostet. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe zu der Reihe schon so viel gesagt. Ich bin absoluter Fan dieses Hörspiels und ich finde es so schade, dass mit der dritten Staffel auch das Ende der Geschichte erzählt ist. Und es war eine Wahnsinnsstory. Also wirklich ein großes Highlight im ganzen Jahr. Ich habe ja, glaube ich, im Juli angefangen, im August die zweite Staffel, habe jetzt der dritten hingefiebert und Ende Oktober ist sie dann im Grunde erschienen. Ich glaube, direkt am 31., ein, zwei Tage später, habe ich sie mir heruntergeladen und ich war einfach hin und weg und kann diese Reihe einfach nur absolut empfehlen. Dann ist das zweite und neue Buch des Jahres von Guillaume Musso bei mir eingezogen, Das Papiermädchen. Und ich bin ja seit dem letzten Jahr ein Fan von Mussos Bücher, habe jetzt glaube ich auch schon 4, 5 Geschichten gelesen, unter anderem ja auch im August das neueste Werk, Das Mädchen aus Brooklyn. Hatte mich dann schon gewundert, dass es in diesem Jahr 2 Geschichten von ihm geben wird und war total happy, als vom Piper Verlag dann das Rezensionsexemplar bei mir eingezogen ist. Und wie ihr seht, es ist eingeteilt. Denn das lese ich zusammen mit der lieben Chiara. Ich denke jetzt Ende dieser Woche, Mitte dieser Woche, je nachdem wann das Video online kommt. Und freue mich da sehr drauf. Ihr dürft also gespannt sein auf einer der nächsten Bücherwochen, wenn ich dieses Buch ja dann im Grunde auch bespreche. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht bis jetzt groß auf den Klappentext geguckt, weil es war in meinem Postfach und ich dachte, oh Musso. Und ich habe gar nicht groß so hinten drauf geguckt. Ja, es geht darum, dass eine Romanfigur zum Leben erwacht und hier heißt es noch eine wunderbar ausgefallene Geschichte mit überraschendem Ausgang, was ja bei Musso eigentlich schon ganz typisch ist, dass die Geschichten in eine ganz andere Richtung gehen, als man vermutet und ja, ich bin mega gespannt, wo das Buch hingeht, wo die Geschichte hingeht. Dann hatte ich wunderschöne Buchpost aus dem Rowohlt Verlag und zwar ist ein unangefragtes Rezensionsexemplar bei mir eingezogen, Das Glück an Regentagen von Marissa Tepley. Und passend dazu war auch ein, also von den Farben her, war auch eine kleine Einkaufstasche, die man so zusammenknüllen kann oder falten kann, mit integriert. Und es ist ein wunderschön aufgemachtes Buch, wie ich wirklich finde. Und wirklich ein Buch, was mich auch angesprochen hat. Und ich denke auf jeden Fall da mal hineinzusehen. Es ist auch eine wunderschöne Postkarte mit dabei. Ein kleiner Gruß aus Rowohlt Presseabteilung, der den regnerischen Herbst versüßen soll. Gut, mittlerweile sind wir natürlich im Winter angekommen, aber auch da gibt es verschneite und regnerische Tage. Und es heißt, wenn Geheimnisse eine Liebe zerstören, kann die Wahrheit sie wieder heilen. Und ja, ich bin mega gespannt. Ich finde es wirklich, klingt interessant und sieht auch vom Cover wirklich toll aus mit dieser Goldschrift. Und ja, ich denke, dass das auf jeden Fall einen Blick wert ist. Und vielleicht weiß ja der Verlag auch ganz gut, was mir gefallen könnte. Dann ist bei mir eingezogen Bird and Sword von Amy Harmon. Ich habe, glaube ich, 4 Bücher von Amy Harmon gelesen. Sie schreibt ja sonst eher so ein bisschen tiefgründigere Liebesgeschichten, ja, wo dem Protagonisten auch manchmal nicht allzu viel Schönes im Leben geschehen ist und auch so ein bisschen Lebensgeschichten. Und ich war sehr gespannt, was Amy Harmon in diesem Jugend-High-Fantasy-Buch ja schaffen möchte und ob sie mich denn damit überzeugen kann. Und auch wie ihr seht, hier ist etwas eingeteilt und zum heutigen Zeitpunkt auch schon die Hälfte verschlungen. So viel verrate ich. Ich war mega gespannt auf diese Geschichte und hatte schon so manches Negative darüber gehört. Und lese das zusammen mit der lieben Miriam vom Kanal MJ Liest. Und wir haben schon gesagt, na, wir gehen da jetzt einfach mal ganz unverfangen ran. Und wir haben aber schon direkt, glaube ich, am ersten Tag gesagt, lass uns gleich noch den zweiten Leseabschnitt lesen. Und am eigentlichen zweiten Tag haben wir dann Leseabschnitt
3 gelesen oder am 2. glaube ich 2 und 3. Heute sind wir am 3. Tag, also heute ist bei mir der 3. Dezember und eigentlich hätten wir heute den 3., wir sind jetzt schon beim 4. und haben uns schon darauf verständigt, dass wir den 5. lesen und es ist wirklich eine tolle High-Fantasy-Geschichte, die ein bisschen zarter ist, ein bisschen weniger ausführlich, weil es natürlich auch an ein anderes Publikum geht, aber ich es wirklich großartig finde und es mich wirklich verschlungen hat. Und man merkt, dass Amy Harmon sehr viel Wert auf gute Charaktere legt, auf tiefgründige Charaktere und auch, was so ein bisschen eine zarte Liebesgeschichte angeht, ich sage es mal so, dass sie das wirklich kann und sich hier tatsächlich auch so zurücknimmt und das nicht so in den Vordergrund stellt, sondern hier wirklich die Gabe der Protagonistin im Grunde im Vordergrund steht und so ihr Leben. Und bisher wirklich sehr begeistert. In der nächsten Bücherwoche hört ihr dann ja Ausführliches davon. Dann ist bei mir das Winterbuch eingezogen von Tove Jansson und das hat mich einfach vom Titel angesprochen, von der Idee, dass hier eben Wintergeschichten enthalten sind und ich habe es dann eben auch vom Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und ich freue mich darauf, das jetzt im Dezember, Januar zu lesen, denn ein Winterbuch sollte auch in der passenden Jahreszeit gelesen werden, aber er hat ja auch gerade erst angefangen, der Winter, und ich denke, das nehme ich bestimmt mit in den Januar und halte den Dezember ein bisschen für Weihnachtsgeschichten frei und ich bin da sehr gespannt, ob mir ja dieses Buch den Winter etwas versüßen kann, was hier eine Jahreszeit ist, mit der ich nicht ganz so gut angefreundet bin, die mir doch so ein bisschen aufs Gemüt schlägt und ich einfach wirklich gar kein Freund davon bin, wenn es so dunkel und kalt da draußen ist und man sich natürlich dann nur versuchen kann, innen schön zu machen und dann hoffentlich mit dieser Geschichte. Dann ist bei mir eingezogen Illuminé von Amy Kaufman und Jay Kristoff und das Buch kann ich jetzt nur eingeblendet zeigen, denn ich habe es weiterverkauft und zwar an eine liebe Zuschauerin, sei ganz lieb gegrüßt von mir, die ein Weihnachtsgeschenk für ihren Sohn gesucht hat und wir da einen netten Austausch hatten, da mir das Buch leider nicht ganz so gefallen hat. Ich fand der ganze Hype darum und ich hatte einfach die Hoffnung, dass es mich auch überzeugt, dass es ein Highlight wird. Es war letzten Endes ein okay Buch und muss dann dementsprechend auch nicht unbedingt in meinem Regal stehen bleiben. Ich hatte es in Nürnberg gekauft, wo ich die Miri und Claudia getroffen habe. Ich habe euch meine kleine Ausbeute gezeigt und dementsprechend konnte ich es dann natürlich auch weiterverkaufen und habe mich gefreut, dass ich ein bisschen was davon hatte und natürlich auch die Käuferin ein bisschen was gespart hat und sich jetzt hoffentlich freut, dass sie dieses Buch im guten Zustand bei sich zu Hause hat. Und dann habe ich mir in Nürnberg noch gekauft als Schnäppchen das Lied des Eisdrachen von Georgia Martin, eine Geschichte, die ich ja bereits gehört habe und die einfach so schön fand, dass ich im Jokers zugegriffen habe, als es diese tolle illustrierte Hardcover-Ausgabe für 5 Euro gegeben hat und ich konnte eben einfach nicht vorbeigehen, denn es war wirklich eine bezaubernde Geschichte und es passt einfach perfekt in mein George R. R. Martin Regal. Mehr muss ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Dann ist bei mir eingezogen aus dem Heine Verlag Satoru und das Geheimnis des Glücks von Hiro Arikawa. Und hier geht es, wie man schon sieht, um eine Katze, die uns einen Reisebericht erzählt. Sie geht nämlich auf die letzte Reise zusammen mit ihrem Besitzer. Also es ist dessen letzte Reise. Und ich mag solche Geschichten ja gerne, wenn es so ein bisschen ums Leben geht. Natürlich auch, wenn Tiere darin eine Rolle spielen, weil die eben auch, also meine Katzen auch eine große Rolle im Leben haben und ich freue mich sehr auf dieses Buch und denke auch, dass das jetzt ein Buch entweder noch im Dezember oder spätestens im Januar sein wird und freue mich darauf auch wirklich sehr. Und es heißt hier auch, die Welt aus der Sicht eines klugen Katers und auf das freue ich mich natürlich sehr. Dann ist das neue Buch von Jackie Feldgut bei mir eingezogen, Auf der Suche nach Glück in New York City, ein wunderbarer Liebesroman und ich bin ja ein großer Jackie Feldgut-Fan und ich muss ja gar nichts zur Geschichte wissen. Ich möchte auf jeden Fall immer die nächste Geschichte lesen und war hier total happy, als ich es eine Woche vor Erscheinen von ihr zugeschickt bekommen hatte und es sozusagen dann passend zum Erscheinungstag auch schon gelesen hatte und natürlich auch in meiner Bücherwoche davon schwärmen konnte. Wir sind hier, ja wie der Titel verrät, in New York City und wir begleiten eben zwei junge Menschen, die eigentlich was ganz anderes jeweils vom Leben wollen und aber irgendwie eine gemeinsame Aufgabe haben und daran nur wachsen können.
Und diese Geschichte hat einfach perfekt in den November gepasst. Und ja, ich habe es vorhin schon so Liebesgeschichten gesagt. Es hat einfach perfekt für mich gepasst. Und ja, wenn ihr natürlich Interesse habt an den Rezensionen zu den Büchern, dann guckt einfach mal in die Infobox. Ich versuche so ein bisschen die Bücherwochen dazu zu verlinken, beziehungsweise guckt einfach auf den Kanal zu den Bücherwochen. Ich habe auf den Thumbnails ja auch immer die Bücher, die ich gelesen habe, und da könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen daran orientieren. Dann habe ich in Nürnberg einen Thriller zusammen mit der lieben Miri entdeckt, und zwar In ewiger Schuld von Harlan Coben. Und wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir den uns vielleicht gemeinsam kaufen, ob wir den dann auch zusammen lesen. Ist das ein Thriller für uns? Und dieses Buch ist dann als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen, und ich denke auch, dass das ein Buch für den Januar wird. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist es bei der lieben Miri auch eingezogen, und dann teilen wir uns den Thriller einfach mal ein, und ich weiß nicht, wie gut es ist, Thriller gemeinsam zu lesen. Das wird sich dann zeigen. Und ich bin mega gespannt darauf. Ich habe jetzt schon länger keine Art dieser Thriller gelesen und bin total neugierig, was da so auf mich zukommt. Dann ist von Margaret Atwood alias Grace bei mir eingezogen. Ich habe ja die Serie gesuchtet im November. Ich bin totaler Fan von dieser Story überhaupt, wie Margaret Atwood auch zum Beispiel den Reporter Markt geschrieben hat. Ich mag es, wie sie ja Dinge sieht, was ihr Blick wahrnimmt und wie sie es dann für den Leser rüberbringt. Und so habe ich mich sehr gefreut, als alias Grace vom Verlag bei mir eingezogen ist, und ich möchte diese Geschichte unbedingt lesen. Jetzt ist vielleicht so, dass man sagt, nach einer Serie ist wie nach einem Film, aber ich glaube einfach, dass Margaret Atwood noch so viel mehr hineingepackt hat, als die Serie rüberbringen konnte, weil natürlich auch die Sicht auf die Dinge eine andere ist in einem Buch, als es vielleicht in einem Film oder in einer Serie möglich ist. Und ich bin einfach mega gespannt, denn die Geschichte von Grace Marks ist ja eine überlieferte aus Kanada. Es soll diese Frau tatsächlich gegeben haben, und die eben ja jemanden umgebracht hat zu einer Zeit, in der es keine Mörderinnen gab, sondern nur Mörder, und sie sehr lange im Gefängnis saß und man dann so ein bisschen ihre Psyche ja im Grunde untersucht hat. Und mir hat einfach die Serie unglaublich gefallen. So war ich sehr froh, als dieses Buch bei mir eingezogen ist. Und dann war es endlich soweit, der vierte Teil der Nimmerherz-Reihe von Erik Kellen ist erschienen, Die Flammen des Phönix. Und ich, ja, war von allen drei Teilen der Nimmerherz-Reihe total angetan. Leider hat jetzt der vierte ein bisschen länger gedauert, als, glaube ich, auch Erik es erwartet hat. Und ich bin total happy, als ja die E-Mail mit dem Buch bei mir angekommen ist, weil nicht nur das Cover wieder ein Traum ist, sondern ja, einfach wieder in diese Welt einzutauchen. Ich mag die High-Fantasy-Welt von Erik Kellen sehr, sehr gerne. Ich mag die Idee des Nimmerherz und ich mag die Perspektive, die uns da gezeigt werden in der Geschichte. Und ich freue mich sehr, und ich denke auch, dass ich dieses Buch im Januar verschlingen werde. Einfach weil jetzt im Dezember doch ein paar Weihnachtsbücher auf der Liste stehen, gelesen zu werden. Die brauche ich natürlich im Januar nicht mehr lesen. Und ja, und da freue ich mich wirklich sehr. Und dann ist ja noch ein abschließender fünfter Teil geplant, und ich bin darauf auch sehr gespannt. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass man von liebgewonnenen Charakteren Abschied nehmen muss. Aber jetzt genießen wir erstmal den vierten Teil. Dann ist bei mir, ja, passend ein Weihnachtsbuch eingezogen. Küsse unter den Mistelzweig von Mila Summers. Das gibt es zu einem Aktionspreis für 99 Cent auf Amazon. Und auch dieses E-Book habe ich mir heruntergeladen und habe mich mega darauf gefreut. Es klang nach einer wunderbaren Weihnachtsgeschichte. Und ich habe damit auch schon begonnen, habe aber noch nicht allzu viel darin gelesen, kann also noch nicht allzu viel verraten, war aber ja einfach vom Cover angesprochen, vom Klappentext angesprochen, und ja, mir war einfach nach einer Weihnachtsgeschichte, und nicht, dass ich genügend Licht schon hier hätte, aber ja, wie es eben so ist, es durfte bei mir einziehen und wird auch aktuell gelesen. Dann ist bei mir eingezogen von Anna Fischer von Amor gemobbt, ja, die Autorin, beziehungsweise steckt ja hinter dem Pseudonym ein Autor, hatte mich angeschrieben. Ich kannte von Anna Fischer bereits ein Buch, was zusammen mit Annika Bühnemann herausgekommen ist, und ja, mir hat der Klappentext gefallen, diese Idee, dass wir hier Amor haben, der auf die Erde kommt, weil er einen Fehler ausbügeln muss, und das eben hier mit der Protagonistin tut. Und ja, habe mich sehr über das E-Book gefreut, habe ich auch bereits gelesen, und ja, könnt ihr auf jeden Fall in der Bücherwoche angucken. Und dann ist ein Buch dreifach bei mir eingezogen, ja, und ich bin nicht verrückt, oder vielleicht doch, und zwar, ja,
Sleeping Beauties. Wer meine Bücherwochen kennt, der weiß mein Problem mit dem neuen Buch von Stephen und Owen King. Und zwar habe ich mir ja erst über Audible das Hörbuch geholt, weil ich diesen 1000-Seiten-Wälzer nicht mit mir herumschleppen wollte und eben mir von David Nathan etwas erzählen lassen wollte. Leider hatte ich damit ein Problem, denn David Nathan spricht ja auch eine sehr große Rolle in Monster 1983 und ich hatte ständig ein falsches Bild vor Augen. Und ich sage es nochmal gerne, mir hat ständig Christian Bale, dessen Synchronstimme eben David Nathan ist, im Sheriffskostüm die Geschichte erzählt. Und ich fand irgendwie Stephen King und Christian Bale mit Sheriffkostüm, das geht nicht zusammen und hatte wirklich so meine Probleme. Und habe nach knapp 3 Stunden einfach beschlossen, jetzt holst du dir das E-Book und habe mir selbst das E-Book gekauft, um dann 2 oder 3 Tage später das Hardcover vom Verlag in Händen zu halten. Und so habe ich jedes Medium, was nur geht, im Grunde zu diesem Buch jetzt zu Hause und freue mich darüber. Habe es im November auch dann beendet und war natürlich total, also es ist ein Stephen King, da muss ich gar nichts sagen, ich brauche keinen Klappentext. Ich muss nichts wissen zu diesem Buch, ich möchte das unbedingt lesen. Ich bin nicht unbedingt jemand, der Stephen King wirklich direkt liest, wenn er herauskommt, aber bei dieser Geschichte klang es einfach so, als dass ich das unbedingt gelesen haben muss. Und ja, so habe ich es dann auch direkt im November gelesen und ja, der Wälzer darf jetzt sozusagen ins Regal zurückwandern. Dann ist bei mir ein sehr ja, schönes Buch eingezogen, zumindest optisch, und zwar Iskari, der Sturm naht von Kristen Ciccarelli. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ja, das Buch ist mir vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt worden. Ich glaube, das habe ich auch in Nürnberg entdeckt, als wir so ein bisschen durch die Buchhandlungen geschlendert sind. Und mich hat natürlich dieses Cover total angesprochen. Und dann heißt es hier, eine verbotene Liebe, ein Geheimnis, das nie ans Licht gelangen darf und eine Kämpferin, die das Schicksal ihres Volkes wenden wird. Und ja, wir haben hier auch wieder eine weibliche Autorin und scheinbar auch eine High-Fantasy-Geschichte. Vielleicht auch Urban, das wird sich herausstellen. Und ich fand das einfach mega spannend. Und ich fand, wenn ein Buch so ein Cover hat, muss es irgendwas Besonderes sein, weil wo sieht man sonst einfach mal so ein Messer, das auch noch silber schimmert? Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Ich versuche es mit dem Hin- und Herdrehen, dass ihr es ein bisschen erkennen könnt. Und ja, ich bin mega gespannt darauf. Ich denke auch, dass das jetzt ein Buch in den nächsten Wochen auf jeden Fall sein wird. Und ja, bin total gespannt, was dieses Buch für mich bereithält. Und dann ist bei mir eingezogen der neue Sherlock-Manga, Das große Spiel. Es ist die 3. Geschichte. Ich habe leider noch nicht entdecken können, ob die Manga fortgesetzt wird. Die orientiert sich ja an der BBC-Serie, die ich ja in diesem Jahr absolut auch gesuchtet habe und auch die Manga wirklich großartig finde. Ich finde die Zeichnungen wirklich sehr, sehr gelungen und finde einfach, dass man so eine Geschichte nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel sieht, wenn man ja im Grunde so Mimik, Gedanken und so nochmal lesen kann, anschauen kann und das nochmal ganz anders ist als in der Serie. Und ich bin absoluter Fan dieser Reihe und hoffe, dass es damit auch weitergehen wird, dass die nächsten Bände schon in den Startlöchern stehen, denn der 3. Sherlock hat mir ebenfalls unglaublich gut gefallen und ja, er war von der Story ein bisschen schwächer. Ich bin auch jetzt nicht der größte Fan der Geschichte in der Serie, was ja aber der ganzen Serie oder auch den Bildern gar keinen Abbruch tut. Manchmal liegt eben einfach eine Geschichte einem mehr und weniger. Und ja, das große Spiel hat aber den wunderbaren Vorteil, dass mein allerliebster Bösewicht überhaupt darin auftaucht. Da ja der größte Feind von Sherlock, den ich ach, in der Serie einfach Hammer fand. Und ja, habe mich natürlich gefreut, ihn dann hier auch im Manga wiederzusehen. Und als letztes zeige ich euch dann noch die Neuzugänge aus meinem Rebuy-Unpacking. Werde dazu aber nicht ganz so viel verraten, also oder dazu sagen, weil ich natürlich schon sehr viel über diese Bücher gesprochen habe. Und ja, die Bestellung ist Ende November zusammengekommen, als ich krank war und da natürlich dann so ein bisschen mein Warenkorb gewachsen ist und ich hatte auch ein paar Bücher verkauft und habe den Gutschein sozusagen genutzt, um neue Bücher zu kaufen, habe mir den Rest ausbezahlen lassen und das sind jetzt, glaube ich, ja, 8 Bücher. Ja, das erste ist ein Sommerbuch, das unter meinem Unpacking wirklich sehr, sehr positive Stimmen hatte. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, oh Gott, Steffi, wer weiß, ob du dir mit wie Butter in der Sonne irgendwie was Gutes getan hast. Hier hat mich halt wirklich das Cover total angefixt. Mit diesem Faultier hier oben und, oder ja, oder ist das ein Affe, je nachdem. Und Butter und wie toll er da sitzt und es soll halt total komisch sein und es geht da irgendwie um einen Urlaub, wo alles schief geht und es klingt einfach lustig und ich bin sehr
gespannt auf diese Geschichte. Dann ist eingezogen Früher war Weihnachten, später. Hier geht es um hinterhältige Weihnachtsgeschichten aus dem Diogenes Verlag. Und es sind namhafte Autoren dabei, wie T.C. Boyle, Ingrid Noll, Martin Suter, Daniel Klattauer, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Friedrich Klauser, Tim Krohn, Jonathan Franzen. Also sehr, sehr viele Kurzgeschichten. Ich möchte mir die jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch einteilen, dass ich da ja immer mal darin lese und bin sehr gespannt, wie mir die hinterhältigen Geschichten gefallen werden. Dann sind zwei Bücher von Robert Harris bei mir eingezogen und zum einen Pompeji, das sich eben genau darum im Grunde kümmert, um diesen Vulkanausbruch und diese Stadt gibt es ja heute noch und man sieht eben, wie wirklich die Asche oder auch die Menschen zu Asche wurden und die wirklich noch so da liegen, da stehen, wie sie im Grunde in dem Moment des Ausbruches sozusagen auch verharrt sind. Ich bin sehr gespannt, was Robert Harris so daraus macht. Er ist ja eine absolute Empfehlung von Thorsten und auch von Ben und auch Paddy hat jetzt schon ein oder zwei Bücher von ihm gelesen und ich bin sehr gespannt auf Pompeji und auch auf Intrige, ein absoluter Schnapper für dieses tolle Hardcover. Ich glaube, 2,50 Euro habe ich dafür bezahlt und das ist ja ein Jahreshighlight, sowohl von Thorsten wie von Ben und das möchte ich im Januar unbedingt lesen. Es haben sich ja schon zwei, drei Leute gefunden, die gerne mitlesen, die das Buch jetzt auch vom Anfixen sozusagen zu Hause haben und ich bin mega gespannt darauf und freue mich auf diese Geschichte und es ist ja auch so ein bisschen Verschwörung und so ein bisschen echt und ein bisschen was Erfundenes und ich bin da mega gespannt drauf und freue mich da auch wirklich sehr. Dann habe ich ja im November The Sinner angeguckt, eine Serie auf Netflix, die auf Petra Hammesfahr, Thriller sozusagen basiert, Die Sünderin, und dachte, wenn es eine deutsche Autorin ist, auf die diese Serie basiert, musst du von der Frau auch was lesen. Und ich habe mir an einem Tag im November herausgesucht, weil das vom Klappentext so ein bisschen klang, wie wenn das ein spannender Thriller ist, aber nicht zu blutig, nicht zu extrem. Ich brauche ja da so ein bisschen was Seichteres manchmal. Und es geht darum, dass hier ein junges Mädchen verschwindet in einer Straße, die ein bisschen komisch ist und dass da allerlei Dinge passieren. Und das ist irgendwie so ein Thriller-Krimi über eine meisterhafte Psychostory über die Abgründe der Seele. Und ich bin auch sehr gespannt, wie mich Petra Hammesfahr im Grunde begeistern kann, ob die Serie wirklich das Beste rausgeholt hat oder ob die Autorin wirklich einfach großartig ist und bin da sehr neugierig drauf. Dann ist eingezogen Der Weltensammler von Ilya Troiano und den habe ich entdeckt über Weltwach, was ja eine Community ist, von Erik Lorenz und hier gehen wir wirklich auf Reisen sozusagen durch Indien, Arabien und Afrika und dieses Buch erzählt im Grunde einen Abenteuerroman und es ist auch eine Sehnsuchtsreise ins 19. Jahrhundert und ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob mir das gefallen kann. Ich habe von Ilya Troiano ein Interview gesehen mit Dennis Scheck. Nein, ich habe es gehört. Und zwar kann man ja bei Audible jetzt auch Podcast hören. Da gibt es einen Podcast von Dennis Scheck. Und da ist auch ein Interview drin, was mir sehr gut gefallen hat und mir direkt noch mehr Lust auf das Buch gemacht hat. Und dann kommen wir zu einem Autor, auch eine Empfehlung von Thorsten, und zwar Philipp Vandenberg. Das ist sozusagen der frühere Dan Brown, wenn man es so nennen möchte. Und hier habe ich mir die Sixtinische Verschwörung herausgesucht, weil es hier natürlich in einen Bereich geht, den ich unglaublich gerne mag, eben wenn es um den Vatikan geht und wirklich so um diese alten Denker und ein historisches Detektivstück, ein politischer Thriller, eine vatikanische Enthüllungsstory. Und ich habe auch hier unter meinem Unpacking ganz viele Kommentare gehabt, die gesagt haben, hey, das ist wirklich ein ganz toller Autor und auch mit Empfehlungen, wenn mir das gefällt, dann muss ich unbedingt das und das lesen und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und dann habe ich mir noch, es musste einfach sein, Der König von Luxor dazu genommen. Ich bin ein Ägypten-Fan und lese viel zu wenig über Ägypten, auch wenn ich viele Biografien, Sachbücher und sowas Geschichtliches natürlich gelesen habe, lese ich tatsächlich sehr wenig Romane oder so diese historischen Verzweigungen mit so Fiktion. Ne? Sowas lese ich tatsächlich selten bis kaum. Und ich bin hier sehr gespannt, was Philipp Vandenberg uns erzählt, was er denn hier in Luxor entdeckt hat. Und ich war ja schon 4-5 Mal in Luxor. Und das ist ja wirklich eine Stadt, die mir unglaublich gefällt und die eben auch so etwas ganz Altes und Besonderes hat. Und wo ich mich direkt zu Hause
Hause fühle. Und ich bin sehr gespannt, ob das Buch so ein bisschen dieses Gefühl aufgreifen kann und man dann manches vielleicht auch entdeckt. Es ist natürlich historisch und von daher war natürlich ja, Luxor damals anders als heute, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt und freue mich auf die Geschichten. Das war jetzt auch schon das letzte Buch. Es ist tatsächlich schon ein bisschen ein heftiger Monat gewesen mit über 30 Büchern. Aber wie ihr seht, manches ist auch schon weggelesen. Es geht eben einfach schneller, als man denkt, wenn man so ein bisschen dranbleibt an seinen Geschichten und den Sub nicht aus den Augen verliert. Und ich denke mir immer, solange mein Sub noch zweistellig ist, ist doch alles okay. Und das ist er tatsächlich noch. Er ist zwar nicht wirklich geschrumpft in diesem Jahr, aber ja, zumindest nicht dreistellig geworden, was ich auf jeden Fall gut finde und ja, mich auch so ein bisschen selbst ja, so ein bisschen die Grenze vorgibt, ob ich mir mal noch wieder eine Rebuy-Bestellung geben kann, möchte oder nicht. Und ja, ich denke, so hat jeder einfach seinen Weg. Ja, das waren sie nun, die Bücher aus dem November. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere schon oder habt es vielleicht sogar schon gelesen oder steht selbst bei euch auf der Wunschliste. Dann könnt ihr mir das natürlich gerne mal in die Kommentare packen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn wir uns da ein bisschen drüber austauschen. Im Dezember gehe ich es mal ein bisschen ruhiger an, was die Neuzugänge angeht und ja, freue mich aber trotzdem immer auf jedes Buch, das mich anspricht und dann auch den Weg zu mir findet, denn schlecht werden die Bücher ja nicht. Von daher hoffe ich, hattet ihr ein bisschen Spaß mit meinen Neuzugängen, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.